Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier nun die mobilen Nachrichten der vergangenen 23. Kalenderwoche. Der chinesische Hersteller Coolpad hat am Montag vergangene Woche mit dem Coolpad Max ein weiteres preiswertes 5,5 Zoll großes Android-Smartphone vorgestellt. Ausgestattet mit einer Snapdragon 617 Octa-Core-CPU, 4 GB RAM und 64 GB erweiterbarem Programmspeicher gibt es das Smartphone ab sofort für 349 Euro zu kaufen. Die Besonderheit des Coolpad Max ist jedoch die doppelte Partition, welches zwei voneinander unabhängige Android-Betriebssysteme installiert hat, die sich binnen zwei Sekunden von einem zum anderen via Fingerabdruck wechseln lassen. Bereits seit 2014 zeigt Samsung anhand von Prototypen, dass sie zur Herstellung von roll- und faltbaren Displays in der Lage sind. Nur auf ein Smartphone im Handel warten wir bis dato vergebens. Das soll sich nun laut Bloomberg Anfang 2017 ändern, indem Samsung gleich zwei Smartphones mit einem faltbaren Display vorstellen will. Eines nicht größer als ein aufklappbarer Kosmetikspiegel und eines in der Größe eines 5 Zoll Smartphones, welches ausgeklappt auf ein 8 Zoll Tablet mutieren soll. Spätestens zur CES 2017 in Las Vegas bzw. MWC 2017 in Barcelona sollten wir dann endgültig vor vollendete Tatsachen gestellt werden. Die neue Facebook Live API stellt sich an in direkter Konkurrenz zu Twitch, dem wohl bekanntesten Livestreaming-Videoportal von Amazon, zu treten. Denn wie nun vergangene Woche Blizzard Entertainment auf seinem Blog bekannt gab, habe man eine Kooperation mit Facebook geschlossen. Diese macht nicht nur den Login von Spielen wie World of Warcraft, Heroes of the Storm, Diablo 3, StarCraft 2 und Overwatch via Facebook möglich. Vielmehr will man in Kürze eine Video-Livestream-Übertragung von dem aktuell wohl erfolgreichsten Game Overwatch auf dem sozialen Netzwerk realisieren. Damit kann Facebook auf einen Schlag auf das Potenzial von weltweit 7 Millionen Spielern zurückgreifen. Das Samsung Galaxy Note 6 bzw. Galaxy Note 7, wie nun zwei neu aufgetauchte Teaser erneut bestätigen, hat in der vergangenen Woche mehrmals von sich reden gemacht. So zeigt ein Rendervideo nun einen USB Type-C-Port, der eine neue Gear VR-Brille für das 5,7 Zoll große Quad-HD-Display notwendig machen würde. Ebenfalls wurde nun bekannt, dass man zur Auslieferung auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin noch kein Android N 7.0 vorinstalliert haben wird. Auch bei den 6 GB Arbeitsspeicher ist man sich inzwischen einig, was beim Prozessor hingegen noch nicht der Fall ist. Hier stehen ein Snapdragon 820 oder ein Snapdragon 823 von Qualcomm zur Auswahl. Ende vergangener Woche war es nun in San Francisco endlich soweit, dass Lenovo uns ein reichhaltiges Portfolio an neuen Smartphones vorstellte. Darunter drei neue Lenovo Fab 2 Modelle, wovon das Pro-Modell zum Preis von 499 Euro das erste weltweite offizielle Google Tango Smartphone ist und mithilfe von drei rückseitigen Kameras Augmented Reality und andere 3D-Anwendungen realisieren kann. Star des Abends waren aber neben Ashton Kutcher natürlich das Moto Z und das Moto Z Force Smartphone samt Moto Mods, den magnetischen Modulen. Und wie im Vorfeld schon vermutet, bestätigten sich auch die technischen Daten, wie ein 5,5 Zoll großes Quad-HD-Display mit einer Snapdragon 820 CPU, 4 GB RAM und wahlweise 32 oder 64 GB erweiterbaren internen Programmspeicher. Als Moto Mods wurden lediglich das JBL Soundboost Speaker Mod, Moto InstaShare Projektor Mod und das Iceptio Off-Grid Power Pack Mod präsentiert. Natürlich gibt es auch Moto-üblich sogenannte Style Mods mit unterschiedlichen Rückseiten. Preise gab das Unternehmen indes nicht bekannt. Ebenso wenig wann und ob das Moto Z Force nach Europa kommt. Lediglich ein Verkaufsstart von September für das Moto Z und die Moto Mods wollte das Unternehmen uns verraten.
Weitere Sendungen wie Android für Anfänger, Tipps und Tricks, Android Talk oder Touch and View findet ihr auf unserem YouTube-Kanal und auf unserem Blog unter go2androids.tv. Die nächste Android Weekly News gibt es, wenn Sie mögen, am kommenden Sonntag um 12 Uhr. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme sowie erfolgreiche Fußballwoche und verpassen Sie nicht unsere Verlinkungen wie die letzte Folge von Android Weekly News oder unser erstes Hands-On aus Berlin zu dem Lenovo Moto G4.